Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit dem Marsch. Wir starten heute durch und wir werden mit gleich noch einmal kurz zum Dings fahren und uns die nächsten Fuhre Pellets holen. Und zwar, es fehlt noch ein bisschen Geld für den Kauf von der Kauf der Brauerei. Der Lenkrad ist gerade mal aktiviert, das Bild. Gehen wir ganz kurz mal. Ja, Brauerei will ich dann gleich kaufen und dann gleich das Material dafür hinfahren. Und zwar in erster Linie Kreide, Wasser. Hoffe, dass es einem dann passt. Ansonsten, wenn es sein muss, noch die Malzfabrik. Aber mal schauen. Gut, jetzt geht's. Kann man ohne Lenkrad nicht fahren. Ungewohnt. Also ohne Lenkrad ist schon ein bisschen sehr, sehr. So, mein Trecker geht wieder. Die Lage ist auch schon fleißig am Gehen, denke ich mal. Eine Hand von der Maus wegnehmen. Ne? So, wir fahren mal hin zur Pellets-Fabrik. Wir werden da erstmal schön. Ja. Das aufladen und verkaufen. Und dann muss man gleich mal sehen, ob wir auf Feld 3 noch Raps aussehen. Wir haben jetzt später Herbst, wir haben einen Tag noch Zeit, also morgen. Runde hingehen morgen. Schauen wir mal, ne? Anfangs dunkel ein bisschen, weil die Schredderkirche gelöscht wurde. Und des neuen Starts vom Spiel. Mit einer neuen Karte. Ja, ansonsten schauen wir mal heute Abend, wie viel Folgen ich schaffe. Ja, möchte eigentlich so viel wie möglich schaffen. Damit ich morgen noch ein bisschen Dicks machen kann, hochladen. Und am Ende ZMD2D noch ein paar Aufnahmen machen kann. Für übernächste Woche. Eigentlich schon mehr oder weniger. Aber ja, und das muss ich mal sehen, dass wir in aller Ruhe fertig mache und bearbeiten, hochladen halt, ne? Mal so macht. Mal jetzt kurz gucken, da ja gerade aktuell eine erhöhte Nachfrage ist, wenn wir blöd noch nicht nutzen würden. Anführungszeichen, ne? Aber so viel dürfte gleich mal hier sein, aber schauen wir gleich. Also fast 180.000 noch. Wieder mal Bedarf zum Waschen, ne? Da kommt ja der Regen. Ja, spätestens zum Winter will ich umstellen auf 3 Tage. Schauen wir mal, ne? Ich vergesse. Mal sehen. Ja, gut. Die Mods. Mal sehen. Die brauchst du eigentlich normalerweise, ne? Also hier kann ich auf diese Mods nicht verzichten. Multifrucht und so, ne? Verrichtig, ja. Musste kurz überlegen. Was ich dann machen? Ja, das mit der Einstellung der Musik ist immer schwierig. Die soll ja auch nicht zu laut sein und nicht zu leise. Das ist ganz blöd. Warte mal, jetzt müsste das passen normalerweise. Auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht hinbekommen, dass ich das auf dem Streamlabs separat laufen lassen kann. Das heißt, es geht schon, aber also nur ein Titel. Das ist ungünstig, ne? Also ein Titel ist ein bisschen sehr, sehr, sehr eindeutig, ne? Das ist mit mehreren Frauen passiert. Erst später mal beim Reinhören und Reintesten der Folgen. So nennen wir, wieso nur ein Titel, ne? Kann doch nicht sein. Müsste ja mal was anderes hören sein. Und dann stellt die fest, ja, zeigt nur einen Titel an, ne? Und dann macht er mal einen. Na gut. Jetzt haben wir den Media Player aktiviert. Der nebenbei läuft. Und blöderweise sind die Soundeinstellungen manchmal, sag mal wieder, haben die wieder geändert und so. Das kann passieren. Aber soll nicht sein. Deswegen
muss ich mal anfangs testen. Wir hoffen auch bei der ersten Folge, dass nicht zu sehr extrem ist, aber ich habe jetzt ganz kurz vorher einen separaten Probeaufnahme kurz getestet. Sollte eigentlich jetzt passen. Wenn es nicht sein sollte, einfach mal reinschreiben. Verzeiht mir dann bitte, dass ich das jetzt nicht so genau hingekriegt habe. So, runter abladen. So. Ist etwas gewesen, ne? Ja. So, die Brauerei wollte ich ja bauen, und zwar nach Möglichkeit da, wo die früher auch war. Ich hatte ja in LR17 die Marsch erst zum Schluss am Wickel gehabt, in Anführungszeichen. Das heißt also, ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich das hinkriege. Also hier soll die wieder rein. Also mal schauen mal, ne? Gebäude. Und war zu schnell. Diesel, Dünger, Brauerei. Da muss ich mal gucken. Da ist ja nicht so viel. Kann man drehen, okay. Ich müsste mal drehen. Damit ich das besser sehe. Von vorne am besten. Oder hier am Kran. So weit weg geht es auch nicht. Das soll ja in Möglichkeit auch nicht so sein, dass ich irgendwo hier in ein Gebäude reingehe. Das ist ja nicht so vorgesehen. Da oben sind die Autos. Da muss man nochmal ganz kurz drehen. Da muss ich ranfahren, da muss ich abladen. Passt eigentlich ganz gut. Wie kann ich mich jetzt zurückbewegen? Achso, mit S. Und ich möchte das Gebäude so hinstellen, dass ich im Prinzip nicht im Zaun bin, die Autos nicht benutze und trotzdem noch Platz habe für... Von hier sieht es ganz gut aus. So, jetzt muss ich mal schauen, wonach ich ungefähr orientieren kann. Also, das müsste so passen normalerweise, ne? Man den ja auch. Das gehen wir mal, bauen wir. So. Ansonsten, man sieht mal, das Spielstand neu laden. Und ja, da kommen wir gut ran, das passt. Hier sieht gut aus. Was immer auch hier rein soll, ich glaube Wasser. Hier kommt das andere Zeug rein. Getreide und so. Passt auch. Hier sagt mir jetzt nichts. Und hier ist wohl die Ausgabe, ne? Warenannahme, Malzpaletten. Gut, vielleicht brauche ich die. Mal sehen. Wenn ich die brauchen sollte, dann ist es ungünstig für mich. Warenannahme, Leerpalette. Leerpaletten kann man gleich holen. Aber eine Fuhr will man noch verkaufen, ne? So, das haben wir heute noch. Ja, genau. Wir holen noch eine Fuhre, müssten mindestens zwei holen. Oder wir gleich mal zum Händler fahren, den Anhänger verkaufen. Und dafür auch den richtigen nehmen, ne? Wo dreimal, zweimal übereinander auflegen kann. Sparen ein bisschen Zeit ein. Da gab es eine Anleitung von Fett. Gut, ich habe die mal so gekriegt, gebe ich ehrlich zu. Ich persönlich würde mir da nicht antrauen, irgendwie Mod herzustellen. Ich weiß auch, dass noch jemand das Eggert, Hof Eggert oder so, wie er es nennt, sich YouTube-Kanal, hat auch mal eine Tutorial reingebracht auf YouTube. Und wer sie das machen möchte, muss ich da mal kundig machen oder hier mal nachfragen, dann kann ich mal genau den Link reinlegen. Wenn ich den finde, muss ich auch mal selber suchen. Der Händler ist hier. Den wollte ich verkaufen. Ach, wir haben noch Stroh hier. Oder Stroh ist nicht so tragisch. Der rennt nicht weg. Obwohl Regen ist ungünstig, ne? Ja, da haben wir noch keinen Regen an. So. So, mal gucken wir erstmal, was für Anhänger wir haben, ne? Bevor wir ihn kaufen. So, das heißt, bei Ballentechnik normalerweise. Mich alles täuscht.
Denn das müsste ja sein. Ich habe schon mal Pech gehabt, da ist er noch nicht. Standard. Jetzt wollen wir gerade laden. Bin mir nicht ganz sicher. Ich biete mir immer. Ne, jetzt muss er ein bisschen laden, das ist ungünstig, ne? Typisch. Deswegen wollte ich eigentlich Mods rausnehmen, also. Schwieriger Fall. Das will ich ja gerade vermeiden. Zeitmäßig wird aktuell, naja, im letzten Drittel. Oft wird ja nicht mehr geschaut. Ist aber auch okay. Falls so einer schaut, tut mir leid. Aber jetzt kann man die Musik gut hören, ne? Sehe ich auch, dass er ausschlägt im unteren Drittel. Ja, das ist nicht so schön. Macht er Probleme. Kurze Pause. Muss ich rausschneiden. Wo kann man hier... Tja. Kurze Folge. Ach, holen wir nach. Das machen wir nach, kein Thema. Nee. Das war nicht so eingeplant. Ungünstig. Montagfolge. Könnt ihr das Spiel abbrechen? Könnt ihr machen? Und, ja, Aufnahme durch den Rest löschen wäre eine Option und dann da weitermachen irgendwie beim Händler. Also gucken wir nicht mehr lange an. Jetzt haben wir fast 13 Minuten. Da muss ich schauen, dass ich das bei Dings bei 10 Minuten rausschneide. Ab 10. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ach gut, geht zurück. Mieten wollte er nicht. Einer von den beiden funktioniert nicht so wie soll. Das geht nicht. Den habe ich ja aber, ne? Ja gut, wenn ich gehe, geht nicht, ne? Den Grund weiß ich jetzt nicht.
Gut, dann nicht. Ne? Vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht später mal im Problem, wenn ich online bin. Offline bin. So. Jetzt fahren wir mal gleich rüber und holen noch ein bisschen Pellets. Wir brauchen gerade die Marsch, also die na, schon. Na. Fällt nicht ein. Aber ein Gebäude könnte man brauchen, theoretisch. Das könnte sein. So. Dann ist auch Prinzip ne, fast leer. Dann haben wir gut verkauft. Ne? Ich stopp meine Musik noch gerade weg. So, dass ich da nichts gemacht habe, verkauft habe, und jetzt was nicht geht. Wie gesagt, die Zeit rum ist nach. Ich werde mal sehen, dass ich auch das rausfinden kriege, dann vergesse, brauche ich mal, ne? So ist, ein bisschen mal, was die gesamte Länge eigentlich passt, normalerweise machen wir ein bisschen länger, und dann geht das schon. So, also verkaufen wir mal schnell, ne? Das hier, also vergessen, und der andere wäre von der Marsch gewesen. Es kann auch daran liegen, dass theoretisch eine andere Update gab von Mods, dadurch, wenn es Konflikte gibt. Kann. Okay. So, das haben wir hin. Verkaufen wir schon schnell. Und dann haben wir Leerpaletten gleich zu Brauerei fahren. Ne? Also, das machen wir dann als nächstes. Das muss ja auch noch gemacht werden. Die Ölstimme noch weg. Naja. Das Freitag noch spät steht, das ist eigentlich kein guter Zeitpunkt. Da habe ich ja mehr Zeit, ne? Das ist ja ein bisschen entspannter. Mein Entspannter sitzt jetzt hier auf, weil ich ja nicht unbedingt heute alles fertig machen muss. Das ist für mich kein Problem, dann mache ich auch morgen weiter. Ne? Das ist ja nicht so tragisch, bei Thüringen ist es weniger tragisch, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich würde ganz gerne den Sonntagabend abgeschlossen haben. Ne? Das ist halt, das ist erledigt, ne? Das ist fertig. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Das kriege ich hin. So. Und eine Fuhre haben wir noch und das werden wir gleich holen und dann. Ja. Dann haben wir einen guten Preis oder wir werden. Ja, wir fahren noch eine Fuhre, ne? Was wollt's, ne? Die müssen ja ein bisschen was verdienen, das ist ja auch nichts und das ist super Einnahmen, also die kriegst du sonst nicht. Ja. Ja, bald die Kühe müssen ja im Winter auch die ersten Kälber kommen, ne? Auch am Freitag kommt ein bisschen Milch verkaufen, ein bisschen auch oder Gießerei bauen. Ne? Aber in erster Linie erstmal sehen, dass wir jetzt ne, die Bierproduktion kann kriegen. Ne? Der, bevor wir heute Nacht auf 30 gehen oder 60 sogar, dass wir da alles da haben. Ne? Soll es auch mal eine Fuhr geben oder nicht? Nee? Schauen wir mal. Ne? Nicht ganz. Das ist auch leer. Ja, da haben wir auch gut. Also ganz schöne Stroh haben wir hier verwendet. Wir haben ein bisschen Pellets verwendet. Hackschnitzel vom Sägewerk. Haben wir auch genutzt. So, alles schön mit. Noch 3-4, das ist ja fast voll. Mein Gott, nicht.
passt, ne? Da kann man nicht ran mit denen. Da zahlen wir mit. Und mal einen kriegen. Nö. 1000. Sechstausend Liter in der Stunde brauchen wir dann ungefähr. Ja. Gut, kriegen wir nicht. Haben wir, ist egal. Wir haben jetzt jedenfalls alles schön verkauft. Und jetzt werden wir das schön Richtung Dings fahren, ne? Dann holen wir gleich die Leerpaletten vom Sägewerk. Und dann werden wir bald im Winter ein bisschen Holz machen. Ist ein Holz fürs Sägewerk machen. Im Winter jetzt nicht, im Winter nicht. Wir machen jetzt noch Dings hier. Felder bestellen. Gibt Feld 3 und Feld 19. 19 muss man geflügt werden, glaube ich noch. Mir alles täuscht. Und dann sehen wir zu, dass die Brauerei gut versorgt wird. Dass wir dann irgendwann mal schön Bier verkaufen können. Dann haben wir hier schon mal eine. Ja, eins fertig, ne? Die erste größere Produktion mit mehreren Waren. Das ist halt Bier. Und Bier ist ja auch wichtig, ne? Für alle ihren Durst löschen können. Ich trinke zwar keins, aber wer es mag, ne? Kann das gern trinken, mir ist es egal. Mir ist es zu bitter. Und schmeckt mir auch nicht. Überhaupt nicht. So. So, letzte Schwung, ne? Der nächste wird dann wieder ein bisschen anders, ne? Die Preise mehr fallen näher. Aber gut. Jetzt haben wir das mal fertig. Vielleicht noch Dings fertig hier, ne? Also die Mahlsfabrik, das war's gewesen. So, liebe Schauer, das war's für heute, für die heutige Folge. Ich danke fürs Reinschauen. Und dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Roboter hat geklappt. Immer leider mal prüfen. Ja, dann geht's dann gleich. Der ist keine erhöhte Nachfrage mehr. Also ist eine weniger, okay. Ja, ne? Dann geht's dann morgen weiter. Oder beziehungsweise heute. Ich danke fürs Reinschauen. Tschüss.